Und damit willkommen, liebe Leute, zurück zu einem weiteren Unboxing bei mir auf dem Kanal. Die Collector's Edition von Siberia 3 ist mittlerweile auch da angekommen hier bei mir. Das Spiel werde ich auch mal noch auf Platin spielen. Irgendwann gleich mal vorab. Gehen wir mal auf die Größe. Mit einem hätte ich jetzt fast vergessen hier. Die Größe an sich, man sieht schon selber hier, wer mal Battlefield 1 Collector's Edition gesehen hat. Das Ding ist einiges kürzer, schmaler. Na, man sieht es auch hier schon. DIN A4 ragt drüber hinaus hier. Na, das ist hier nicht ganz so lang, dafür halt ein bisschen breiter, wie man das hier sieht. Aber ja, ne. Das ist halt so, wenn man es hier umdreht, sieht man auch schon die Inhalte. Einmal klar hier die, na, ich gebe es mal kurz ein bisschen höher hier. Ach, so, einmal hier das Spiel an sich selber von Siberia 3, dann ein Comicbuch ist noch mit dabei. Ein Artbook mit 60 Seiten steht schon hier drauf, eine 18 cm hohe Figur, in dem Fall hier mit 7,09 Inch, müsste das sein? Ne, Zoll. 7,09 Zoll. Ist das hier, zwei Artprints mit dabei und ein Poster plus der MP3 Original Soundtrack. Na, das ist alles mit dabei. Ich habe es in meinem Fall hauptsächlich halt hier. Zum einen, weil es ein geiles Spiel ist und zum anderen, weil ich die Figur haben wollte. Na, von dem her. Ja, ganz klar. So, hier haben wir das ganze Zeug von Siberia 3. Na, machen wir das Ganze mal auf hier. Ein Staubkörnchen haben wir ja auch noch. So, einmal klar, Pappschuber kennt man ja. Ja. Mittlerweile ja nichts Neues. Standard und ja. Das ist die Box, sieht genauso aus. Sehr schön, man sieht auch das Siberia 3. Hier sieht man das schön vom Licht her. Na, das ist hier so auf Hochglanz gemacht. Sonst aber hier, na, ist hier nichts. So, auf jeden Fall geht das hier so auf. Dann machen wir es so um. So, hier geht es nach oben auf. Dann haben wir alles schon. Natürlich hier, wie es gehört, stärkere Pappe. So muss das sein. Dann, ja, na, das ist wohl anscheinend die Figur. Ja, ist sie auch, steht schon dran hier an der Innenverpackung hier, ne, die Kate-Figur. Ja, dazu kommen wir dann gleich. Hört sich komisch an. Ja, dann fangen wir es mal hier an. Fangen wir mit der Reihenfolge an, Siberia 3, das Spiel an sich selber. Wie gesagt, kommt dann auch noch bei mir mal auf den Kanal, wenn ich die Zeit dazu finden sollte. Und dann haben wir hier so, noch so ein kleines Inlay, ne, wo die ganzen hier Inhalte noch mit dazu sind. So, ne, so ein kleines Einschubdingens hier. Das ist, ja, ne, was ist da noch? Ah ja, die Codes. So, das sind noch die Codes vom Original-Soundtrack, den man hier runterladen kann, hier bei siberia3.com/OST, nämlich die Original-Soundtrack. Ja, no, das ist das. So, fangen wir mal mit den Dingern hier an. Hier haben wir die zwei, so, die zwei Art, ne, Schmamm, das hier ist hier, das hier. Das ist das Poster, ne. Siberia 3, ja, wieder mit der Kate und halt hier die Größe da. Man sieht schon, ist zweimal DIN A4, also sprich DIN A3 ist das ganze Ding hier, ja, ne, groß, nichts Besonderes, auch relativ dünn, aber ja, ne. Was erwartet man da schon für den Preis, aber das ist ja natürlich hier für den Preis trotzdem super, zumindest Stand jetzt. So, jetzt mal wieder so, jetzt weiter machen wir das hier. So, das hier sind die zwei Art Prints, Moment, die mache ich kurz mal raus hier, dass hier nicht hier das Ding aussieht, wie ein Hochglanz wäre, durch das Plastik. Ja, so, da haben wir das. Weil man sieht jetzt nämlich hier, da ist nichts Hochglanz, das ist einfach nur gedruckt hier. Zwar schöner Druck, aber gedruckt. Na, so, da. Da ist nichts, auf der Rückseite ist auch nichts, das ist einfach nur dickeres Papier. Na, da sieht man es ja also groß, arg viel dick ist es hier nicht. Und ja, hier ist das andere. Also das sind die zwei hier. Einmal das hier. Man schlecht ist trotzdem nicht, ne? Aber ja, na, das sind die zwei Artprints hier, die mit dabei sind. Von Siberia 3, legen wir mal kurz mal, ja, dahin ist es besser. So, und dann haben wir hier das Comic, ne? Vor der Rückseite irgendwie gleich, egal wie ich es rumdrehe. Ah ja, ganz einfach, hier, dort steht es UK, ich schätze mal fast in Englisch. Yep, das ist Englisch und wenn ich es umdrehe, hier FR, Französisch. Yep. Ja, auf Deutsch gibt es das Ding anscheinend nicht. Nur Englisch und Französisch, aber ist ja egal. Na, hier ist das Comic, das schaut dann so aus hier. Weil ich jetzt mal das hier, Englisch hier, das kriegt man auch gerade noch so hin hier. Würde ich behaupten. Na, ausreicht das hier. Ah! Also, ja, ne? Das ist, ja. So, das Comic hat in dem Fall, ich guck mal gerade mal nach, weil es zweisprachig ist. Das endet, to be continued. Okay, hier unten sieht man das hier. To be continued. Hier hört das Ding auf. Bei Seite, weiß ich jetzt gar nicht, sieht man nicht mehr. Nö. Toll. Ja. Warte mal, hier steht 17, 18, 19, 20 Seiten.
20 Seiten Comic in dem Fall hier mit To Be Continued. Also geht es wahrscheinlich dann weiter bei Siberia 4. Das weiß ich natürlich nur nicht. Können Sie mir gerne mal sagen, wenn einer das weiß. Wie das hier ausschaut mit Siberia 1 und 2. Ob da zufälligerweise auch die Comics mit dabei sind. Dass die, was ich von Siberia 1 bis in dem Fall schließlich jetzt 3, immer so fortgesetzt werden. Wäre natürlich nice, ne? Das bei Siberia 4, wer das Comic weiterlesen will, muss dann Siberia 4 kaufen, damit er das Comic hat. Ja, ne? Kann man machen. So, dann haben wir hier den Artbook. Ist in dem Fall kein Hardcover, man sieht es hier. Ne? Das ist hier auch nur wieder stärkeres Papier als Umschlag hier. Ne? Da, das ist ein bisschen hier dicker. Aber ja, so fängt das Artbook hier an. Ja, wir haben ja zuvor gesehen hier mit 60 Seiten. Fängt an mit den Charakteren. Na, hier Kate Walker. Da ist sie wieder. Lass einfach so kurz noch so machen hier. Da. Da sieht man das ganze Ding hier. Die ganze Umwelt hier. Ja, The Crystal, was auch immer. Ich habe das Spiel noch nie gespielt hier. Hoffentlich bald mal demnächst, weil es soll nämlich echt gut, ganz gut sein hier, das Ding hier. Ja, ne, das ist das Artbook hier. Also, ja, ne. Klassisch. Ja, gut. Das war das. Und das war auch rein zufällig, weil das ist schon alles von Siberia 3, The Collector's Edition, bis auf die Figur. Jetzt habe ich das alles vollgestapelt, dass ich fast die Figur vergessen hätte. Ja, guck mal an hier. So, machen wir das kurz mal alles so. So, und dann die Figur. Ja, auch nochmal in so einen tollen Essensplastik drin. Also Essensstyropor, hier kennt man ja. Ne? So, was ist das? Und hier ist die Figur. Ja, okay, also leicht ist die schon mal nicht, wie ich hier gerade merke. Okay, ist so offen. Das ist auch sehr selten. Schau. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das beabsichtigt ist, weil hier ist zum einen die Hand, ne? Die kann man aber hier einstecken, nämlich genauer gesagt dann da unten. Sieht man das hier? Da, da. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist, dass die daneben liegt grundsätzlich oder sowas hier. Oder ob die jetzt einfach nur rausgefallen ist. So. Da. Jetzt hast du die Hand wieder an der richtigen Stelle, da wo sie hingehört. Na, so, das ist die Figur. Ja, ist auch hier. Das ist hart. Da ist fast hier diesmal, im Gegensatz zu anderen hier Collector's Editions, die Platte hier stabiler. Wie die Figur. Also, das muss man mal so sagen hier. Aber so schaut die Dinge aus hier, mit ihm hier. Oder ist hier, ist wahrscheinlich ein Roboter oder irgendwie sowas. Na, auf so einer Steinebene. Das ist echt ganz schön hart. Ja, ne? Und hier ist die Kate an sich. Also, ne? Kriegst du die Kamera hin? Kriegst du das hin? Ne, will ich. Ah, okay, jetzt liegt aber auch daran, wie die Figur eigentlich so an sich so ist. So ein bisschen wie so matt. No, also das ist hier, ja. Aber egal. So, die ist ein bisschen größer wie die Hand. So an sich. Machen wir kurz wieder ein bisschen Platz. Dann haben wir hier wieder das DIN A4-Blatt. Wo habe ich es da? Das DIN A4-Blatt da hinlegen könnten. So, da haben wir das. Schau mal, wenn ich es jetzt hier an das Ende hinlege, geht nicht, rollt weg. So ungefähr. No. Also die Hälfte DIN A4, circa, nicht ganz, ist die Figur halt. Aber trotzdem nicht so schlecht. No, also hier schöne lange Overknees als Stiefel hier. Ja. Das ist die Figur hier von der Kate. Ja, macht sie bestimmt auch schick im Regal. Ja. Kann man nichts sagen. Und auch vor allen Dingen aus Recht hier. Ja, für den Preis ist das alles hier vollkommen in Ordnung hier von dem Spiel. Also inklusive Spiel. Und ja, ne, mehr ist da in dem Fall nicht drin. Jetzt haben wir wirklich alles. Und ich sag mal soweit wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, halt bis demnächst bei einem anderen Unboxing oder halt live auf Twitch beziehungsweise später auf YouTube, wie ihr wollt. Und ja. Haut rein, wünsche was, Servus und Ciao.